Ja, der Nebel wird immer dichter zum Abschluss dieser Studentenweltmeisterschaften. Es sind die dritten Studentenweltmeisterschaften in der Form, wie wir sie hier in Baselga di Pini kennengelernt haben. Die ersten Weltmeisterschaften, die gab es in Polen, dann folgte Almaty und jetzt hier Baselga di Pini. Ja, lass uns doch mal über den Nebel sprechen. Wie sehr behindert der denn jetzt hier? Wir sprechen nicht von der Sicht, aber die Luftfeuchtigkeit, die ist ja nun ordentlich gestiegen. Ja, es zieht halt ein bisschen kalt durch. Man muss immer überlegen, die Laufanzüge, die sind ja nicht mehr konzipiert dafür, dass man damit Outdoor läuft, sondern die sind dafür konzipiert, dass man in der Regel so zwischen 13 und 15 Grad in den Hallen hat. Und man kann unter diese Laufanzüge relativ schlecht Sachen drunter ziehen, weil die halt sehr, sehr eng sind und auch zum Teil eben so ein bisschen Stützfunktion haben. Von daher kann es schon sein, dass da der eine oder andere gerade mal richtig tüchtig friert. Das sieht man hinten beim Armin Hager, der sich auch schön durchschüttelt. Von daher, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Sie sind jetzt allerdings nur 8 Minuten unterwegs, von daher geht man davon aus, dass da keiner irgendwie wirklich ernsthafte Erfrierungen erleiden wird. Ansonsten läuft man einfach ein bisschen schneller. Unterscheiden denn sich die taktischen Maßnahmen der Herren zu denen der Damen generell? In der Regel ist es so, dass die Herren doch ein bisschen aggressiver sind, was die Geschwindigkeiten angeht. Und die Damen sind oftmals, wir haben es ja bei den Weltmeisterschaften gesehen, bei den Einzelstrecken, die sind ein bisschen aggressiver, was das Handling untereinander angeht. Also da sind doch schon sehr, sehr viele mit Händen und Füßen unterwegs, ihre Position zu verteidigen. Und bei den Männern wird es eigentlich oftmals über die Füße und über die Geschwindigkeit dann geregelt. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Und man sieht hier auch grundsätzlich erstmal mehr Läufer, mehr Masse und das heißt eben auch immer mehr Bewegung im Feld. Die Italiener versuchen hier gerade so ein bisschen auch dieses das Tempo so ein bisschen zu variieren und die kennen das eben auch vom Skaten her, vom Inlineskaten, wie man eben so ein Rennen gestaltet. Allerdings auch Heidegger und Ahaga, die beiden Österreicher, kommen vom Inlineskaten, sind dort sehr, sehr erfahren drin, laufen auch internationale Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften auf Inlineskates, sodass die dort wirklich eine gute Erfahrung, gutes Wir-Gefühl, ein gutes Team haben und sich da auch aufeinander verlassen können und wissen, was muss ich tun, wenn der andere in einer gewissen Rennsituation ist. Daniel Niero ist derjenige, der hier vorne an der Spitze ist. Die Italiener, die scheinen auch einen Plan ausgearbeitet zu haben, denn sie kommunizieren, sie hören das ja auch über die Außenmikrofone, doch auch während dieses Laufs. Und jetzt, ja. Glockenzeichen, es geht wieder zu einem Zwischensprint. Daniel Niero zum Beispiel ist ein Europameister im Inlineskaten vom letzten Jahr. Also die haben ihre Erfahrung da, ihre Taktik. Die wissen ganz genau, wann sie schnell sein müssen, gehen jetzt hier quasi gar kein Risiko ein, laufen nur den Sprint so ein bisschen mit. Der Niero ist auf der 3, der Pole, der jetzt hier gerade im Prinzip Vollgas geht, verplempert so ein bisschen seinen Saft, weil ob er da mit 30 Meter oder mit 50 Metern gewinnt, ist relativ egal. Und jetzt sind zwei Italiener in Führung und die werden jetzt weggehen wahrscheinlich. Also von daher ist das eine relativ absehbare Geschichte gewesen, dass sie halt versuchen, nach dem Sprint eben einen Angriff zu gestalten. Und die Rennsituation war so, und jetzt sind die Österreicher vor allem ein bisschen in Zugzwang, dieses Loch wieder zu schließen. Ja, du hast gerade von den verplemperten Energien gesprochen, da verrate ich jetzt keine Staatsgeheimnisse, dass Wojciech Sutz, der sich hier die 5 Punkte gesichert hat, dieses Rennen dann nicht beenden wird. 2 Runden vor dem Ende steigt er aus, weil er ganz einfach keine Kraft mehr hat. Das ist dann natürlich Unsinn, weil er dann von den 5 Punkten jetzt auch nichts hat. Ja genau, wer überrundet wird, der verliert seine Punkte, also von daher war das eben wirklich für die goldene Ananas quasi. Und die Italiener, die machen das hier zu zweit vorne, wechseln sich relativ schnell ab, kontrollieren es aber auch, also laufen nicht völlig ins Verderben, gucken immer wieder, okay, wie ist der Abstand, kommen die anderen hinterher. In Führung liegt im Feld ein Italiener, der bremst hier wieder ab. Insofern sind die Österreicher hier wieder in Zugzwang, das Tempo wieder hochzuhalten. Und so kann man eben sehr, sehr gut mit 3 Leuten gerade dieses Rennen hier auch kontrollieren.
Ja, die drei Herren an der Spitze, das sind Daniel Niero, sein Teamkollege Ricardo Bugari und dann noch der Niederländer Ronald Lichtenberg. Ja, und jetzt lassen wir den Holländer auch ein bisschen führen, können sich nochmal ausruhen. Man sieht, sie kontrollieren wirklich das Rennen. Sie laufen nicht Vollgas, sondern sie schauen, okay, wie ist der Abstand, wie viel müssen wir tun, um die Rennsituation so aufrechtzuerhalten und wie wenig müssen wir tun, damit wir auch möglichst effektiv nochmal angreifen können, wenn sich eben die Rennsituation hinten verändert. Ein bisschen Pech wirklich für die Österreicher, für Heidegger und Hager gewesen, dass sie in der Situation eben nicht so gut positioniert waren, weil normalerweise hätten sie wissen müssen, dass die Italiener taktisch klug genug sind, eben solche Sachen zu machen. Jetzt hatten sie allerdings Glück, dass der Pole eben hier nochmal nachgeführt hat und die Rennsituation ja bereinigt hat. Und was macht Armin Hager jetzt? Sofort angreifen. Das ist genau das Richtige, was man machen muss. Mit Schwung vorbei. Heidegger ist es jetzt allerdings und versucht sofort den nächsten Angriff zu setzen. Davide Giotto geht mit, lässt den Österreicher da nicht von der Kette. Also die Italiener passen hier sehr, sehr gut auf. Mittlerweile Daniel Niero bei insgesamt 8 Punkten angekommen. Aber wie gesagt, wenn er am Ende nicht unter den besten 3 ist, wird ihm das ganz, ganz wenig helfen. So, die beiden Österreicher im Vorderfeld und auch 2 Italiener im Vorderfeld. Ja, richtig. Alle anderen sind so ein bisschen der Spielball, habe ich gerade so wenig das Gefühl, weil wirklich die beiden Nationen hier mit den läuferisch oder mit den physisch stärksten Läufern am Start sind. Wir werden sehen, ob die beiden Russen und der Amerikaner, die dort noch vorhanden sind, nochmal mit eingreifen können. Aber ich denke, dass gerade die Italiener und die Österreicher hier sich am Ende die Podiumplätze unter sich ausmachen werden. Ja, mittlerweile hat es auch die erste Überrundung gegeben. Robert Goodwin aus den USA, der ist bereits raus. Hat es gerade mal geschafft, 10 Runden durchzuhalten. Und jetzt kommt es zum letzten Zwischensprint. So, und dann haben wir noch 5 Runden zu laufen. Da steht es auch schon. Der Sprint wird wahrscheinlich gar nicht so hart gelaufen werden. Aber es wird interessant werden, ob man nach diesem Sprint eben nochmal versucht, eine entscheidende Attacke zu fahren oder ob man dann wirklich sich auf den Endsprint verlässt. Und beim Endsprint, da muss man ehrlicherweise sagen, ist Hager und Heidegger sind da eigentlich schon favorisiert. Die sind einfach einen Tick länger auf dem Eis schon und Bugari und Niero sind, glaube ich, jetzt das erste Jahr so richtig mal intensiv auf dem Eis. Der Sprint wird weggelassen, offenbar. Da ist keiner bereit gewesen, jetzt hart zu gehen. Und jetzt muss man gucken, es sind noch 4 Runden zu laufen. Ja, deswegen gingen jetzt die 5 Punkte kampflos an Giotto, Bugari mit 3 Zählern und Linus Heidegger, der nimmt einen einzigen Punkt mit. Das sehen Sie unten auch eingeblendet, aber jetzt konzentrieren wir uns so langsam auf dieses Finale. Und da ist die Gruppe an der Spitze doch noch sehr, sehr groß im Vergleich zu dem Damenrennen, das wir vorhin gesehen haben. Und man sieht hier ganz eindeutig, der führende Italiener hat wirklich die Aufgabe, das Tempo zu kontrollieren. Er ist sicherlich nicht derjenige, um den es dann geht für die Medaille, sondern der soll jetzt hier schauen, dass halt niemand mehr weggeht und eben auf der Position 2 Bugari wird versuchen, das Rennen zu machen. Ja, jetzt greifen die Niederländer von außen her an. In diesem Fall ist das eben Freudendiel, der Teamkollege von Lichtenberg, den wir vorhin noch gesehen haben. Lichtenberg überhaupt noch ein Junior, der hier mitmachen darf. Und den nächsten Angriff, in diesem Fall ist es einer der Russen, Wassily Melnikov. Genau, und man sieht, der Italiener muss hier immer wieder kontrollieren, muss immer wieder die Lücken schließen für seinen Teamkollegen, um eben dann ihn kurz vor Ende eben in der besten Position zu haben. Jetzt greift außen Armin Hager an. Kurz vor der letzten Runde. Na, jetzt machen die Italiener aber ernst, nehmen den Bus in die Zange. Und jetzt sieht er wirklich sehr, sehr gut aus für Hager. Der ist dort schön außen mit Schwung vorbeigekommen. Heidegger auf der 3 und Bugari ist, glaube ich, auf der 2 derzeit. Also scheint es doch auch so auszugehen.
So, das ist Sutz. Der ist jetzt überrundet worden. Der Pole, ja, der vorhin die ersten dicken Punkte geholt hat. Und hier am Ende dürfen dann nicht die Österreicher jubeln, sondern die Italiener sind einen Schritt schneller. In diesem Fall Riccardo Bugari, der sich die insgesamt 7. Goldmedaille für die italienische Mannschaft sichert vor Armin Hager, der aber trotzdem, so denke ich, mit der Silbermedaille sehr zufrieden sein darf. Und hier hat es noch einen Sturz gegeben. Das ist Olof Herretzen. Oh, der muss sich richtig wehgetan haben. Ja, die Banden sind manchmal dann auch gefroren, wenn es jetzt so gerade um 0 Grad geht. Und dann kann das schon mal ja sehr, sehr unangenehm sein, da so einen Einschlag zu haben in der Bande. Aber ja, es war jetzt keine große Überraschung, dass halt es zwischen Italien und Österreich ausgeht. Und am Ende eben mit Bugari, auch einen sehr, sehr erfahrenen Sportler, in Massenstartrennen eben auch dann dort gewinnt. Die Italiener mit 7-mal Gold, das sind dann insgesamt auch 7 Medaillen gewesen. Da wir nach Goldmedaillen gehen, haben sie auch den Medaillenspiegel gewonnen. Aber die Anzahl der Medaillen, das ist dann die amerikanische Sichtweise der Dinge, da waren die Polen vorne mal wieder mit 11 gewonnenen Medaillen. Hier Marcin Bachanek, der hat noch einmal eine Bronzemedaille in diesem Massenstartwettbewerb hinzugefügt. Also die Polen bleiben sich treu. Bei Studentenweltmeisterschaften gehören sie immer noch zu den Top-Nationen. Ja, ja, immer so. Sehr, sehr stark. Und auch, die nehmen das halt auch sehr, sehr wichtig. Also ist auch wichtig für die Polen, ihre Universität dann hier zu präsentieren und sich dort eben auch ja, in Dankbarkeit gegenüber ihren Ausbildern dort auch zu zeigen. Also es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich man eben ja, die Mentalität hat, in den verschiedenen Ländern, wie man diese Zusammenarbeit dann zwischen Universitäten und Sport oder Hochleistungssport dann eben bewertet. Das soll es gewesen sein von den Studentenweltmeisterschaften, den 3. ihrer Art, der Eisschnellläufer hier in Baselga di Pine. Wir haben noch ein bisschen mehr Eisschnelllaufen für Sie im Programm. Wir machen gleich weiter mit den Mehrkampfweltmeisterschaften in Berlin. Für den Augenblick verabschieden sich André Unterdörfel und Marc Rode. Bis gleich. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.